ganze Geschichte begann an einem Mittwochabend. Ein paar hundert Jahre, bevor einige Freunde von mir das Universum neu streichen mussten. Das mit deinem Sohn, das tut mir echt leid, Helios. Was sollte ich dazu sagen? Ich, Helios, Sonnengott, seit Urzeiten Fahrer des göttlichen Sonnenwagens, schuld am Tode meines eigenen Sohnes. Oh, ho, ho, ho. Komm, Papa, ich hatte einen Wunsch frei. Was hast du denn erwartet? Wenn die Mädchen mich so sehen, die werden umfallen. Sehe ich nicht gut aus? Ach, Phaeton, du bist wie deine Mutter sterblich. Und diese Pferde kann kein Sterblicher im Zaum halten. Da habe ich schon die Lösung. Ich werde einfach unsterblich. Yippie! Oh, ist das da oben nicht Phaeton, der da fährt? Och. Das war bestimmt nicht Helios. Och. So wurde er auf gewisse Weise tatsächlich unsterblich. Ein unsterbliches Beispiel für Dummheit. Ach, komm, Helios, trink und vergiss. Was sollte ich schon anderes tun, als Trost und Vergessen bei alten Freunden zu suchen? Dummerweise vertrug ich als Berufskraftfahrer keinen Alkohol. Was mich zur leichten Beute Medusas machte. Einer der drei Gorgonen, die den Laden schmissen. Nachdem Medusa von Persos wegen gewisser Abrechnungstricks erschlagen worden war, erfuhr ich, dass wir ein Kind hatten. Eine Tochter namens Konkyra. Vati, ich habe gehört, dass Phaeton bei dir einen Wunsch frei hatte. Ich will mir auch was wünschen. Da sie schon als Kind genau wusste, was sie wollte, war mir klar, dass es keinen Sinn hätte, darüber zu diskutieren. Ich wünsche mir mal, deinen Boss kennenzulernen. Sieh einer an, Helios. Was führt dich denn hierher? Ich war das. Und wie heißt du, mein kleiner Sonnenschein? Das geht dich ja sowas von gar nichts an. Wie ich sehe, waren deine Erziehungsmethoden etwas nachlässig, Helios. Ich habe es nie ganz verstanden, aber er mochte Konkyra vom ersten Augenblick an. Als sie erwachsen war, machte er sie zur Göttin der Azzi. Konkyra machte ihrerseits seine Frau, Penthesilea, zu ihrer Anführerin, die dann die Am Aziunu, die Frauen von Azzi, in die Schlacht führte. Schon bald erzitterten alle benachbarten Völker bei dem Ruf, die Amazonen kommen.